Ja, hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, das hier ist ein ganz kleines Infovideo, was unser schönes Resort betrifft. Also das Resort aus Schritt für Schritt zum Resort. Ja, ich hatte eigentlich angefangen, die Aufnahmen von dem Twitch-Livestream hier auf YouTube hochzuladen. Habe ich ja auch gemacht. Allerdings musste ich nachher mal meinen PC platt machen und habe davor das Resort einfach so fertig eingerichtet und das Ganze nicht mehr aufgenommen, weil ich wirklich froh war um jede Sekunde, die ich wirklich noch dort halt im Spiel verweilen konnte, um das Resort halt fertig zu gestalten und dann auch zu exportieren, weil sonst wäre es wirklich knapp gewesen und ja, fast ein Jahr Arbeit wäre im Arsch gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Resort ist fertig, gibt leider kein typisches Hausvideo von mir, wie ihr es sonst von mir kennt. Es ging, wie gesagt, nicht. Mein PC, der keine Ahnung, was da los war, was für ein Virus, Wurm oder was Schmetterling ich mir doch eingefangen habe. Ich war froh, als ich den PC nachher platt machen konnte und habe halt nur das Nötigste an Dateien gesichert. Und das Resort ist auch schon seit einigen Tagen bereits im Exchange zum Download verfügbar. Wie das Ganze jetzt zum Schluss gelaufen ist, finde ich selber ein bisschen schade, aber ich wollte das Resort dann einfach noch fertig bekommen und Sims 4 war in den Startlöchern und ich kenne mich einfach. Hätte ich das Resort bis zum Release von The Sims 4 nicht fertig bekommen, wäre es wahrscheinlich auch nie wirklich fertig geworden. Darum habe ich es halt ganz fix irgendwo halt schnell fertig eingerichtet, damit ich es halt in Exchange hochladen konnte und ihr dann auch endlich mit dem Resort spielen könnt. Insofern ihr dann auch mit The Sims 3 spielt, das weiß ich ja nicht. Glaube ich denn mal schon, dass der ein oder andere unter euch The Sims 3 bestimmt noch auf dem Rechner hat und mit Sicherheit auch das Resort ein bisschen erkundschaften möchte oder was und ein bisschen mitspielen. Und das dürft ihr auf jeden Fall. Ja, ich möchte auf jeden Fall wirklich vielen lieben Dank auch an euch sagen, liebe Leute. Denn, wie gesagt, ich habe das Resort letztes Jahr im November angefangen zu bauen, auch mit der Serie angefangen, Schritt für Schritt zum Resort letztes Jahr im November, sprich November 2013, und wir haben jetzt September 2014. Es kam vieles dazwischen. Meine YouTube-Sims-Pause, die 3 Monate oder was, dann meine ganzen anderen Häuser, es kam immer was dazwischen. Und man darf natürlich nicht vergessen, ich führe auch noch ein privates Leben. Daher denke ich, kann man schon froh und glücklich drüber sein, dass das Resort jetzt doch noch fertig geworden ist und es zum Download bereit steht. Wirklich, vielen lieben Dank für eure Geduld teilweise, weil ich wurde echt immer oft angeschrieben, mal passiv, wann kommt da wieder eine Folge von Schritt für Schritt zum Resort, wann geht's dann endlich weiter und ach und dieses und jenes und pipapo und ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja, der Bau hat einfach ein bisschen länger gezogen so. Aber jetzt ist es fertig, es steht bereit zum Download, es wartet nur brennend auf euch, von euch runtergeladen zu werden und dann da drinnen zu spielen. Wünsche auf jeden Fall denjenigen sehr, sehr viel Spaß mit dem Resort, die sich das Resort runterladen und dann halt, wie gesagt, darin spielen. Hat mir wirklich, es hat mir wirklich viel Zeit und Blut gekostet und Schweiß und überhaupt, aber der Bau hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und muss sagen, war auch bisher, was meine Production Sims 3 Laufbahn angeht, eines meiner größten Projekte. Und ich bin stolz drauf. Ja, doch. Mir gefällt das Resort auch sehr gut. Das auf jeden Fall. Gut, ich wollte jetzt kein 5-Stunden-Video machen, nur als kleine Info für euch, dass dieses Resort fertig ist, dass ich jetzt allerdings, wie gesagt, kein Hausvideo, typisches Hausvideo hochladen kann bzw. erstellen konnte, weil ich es halt schnell fertig gemacht habe und danach, den PC platt gemacht habe, weil ein Videodreh irgendwie wäre gar nicht möglich gewesen. Es war alles am Hängen und am Abstürzen. Aber ich hoffe, dass ihr euch damit jetzt auch zufrieden gebt und würde sagen, vielen Dank jetzt auch fürs Zuschauen von dem kleinen Video und hoffe doch, bis bald und macht es gut. Ciao.